wie zum Beispiel von der ISIS unterstützen. Knapp dahinter sind auch die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar, also alles unsere Verbündeten. Ich erinnere mich an Anders Fogh Rasmussen. Ich meine, der Mensch ist wirklich mehr als lächerlich. Ich weiß, er ist einer der größten Goebbels-Vertreter der heutigen Zeit, möchte ich das fast so ausdrücken. Also einer, der hetzt ohne Ende. Und ich erinnere mich an den Beginn des Krieges gegen den Irak 2003, wie er damals laut gesagt hat, wir glauben nicht, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen hat, sondern wir wissen es. Ja? Er war damals, glaube ich, noch dänischer Ministerpräsident, aber und natürlich als Teil der Koalition der Willigen hat er so sein Land eben auch in diesen völkerrechtswidrigen Krieg getrieben. Und dieser Mensch, heute eben NATO-Oberbefehlshaber, erzählt und erzählt und erzählt, und die Medien scheuen sich nicht davor, das wirklich auch noch ernsthaft abzudrucken. Aber das wohl Lächerlichste, was ich über ihn gefunden habe, das ist übrigens auch relativ neu, war nicht vor allzu langer Zeit, ich glaube vor 2 Wochen, war im Spiegel und natürlich in vielen anderen Qualitätsmedien auch, die umstrittene Gasförderung, NATO-Chef verdächtigt Russland, Anti-Fracking-Bewegung zu steuern. Also genial! Unterwandert der Kreml die Gegner der Schiefergasförderung in Europa? So jedenfalls verbreitet es der NATO-Generalsekretär Rasmussen. Umweltschützer reagieren amüsiert bis zornig. Ich meine, wie kann man sowas überhaupt ernsthaft schreiben? Ja. Es ist wirklich, da fehlt einem, bleibt einem die Spucke weg. Prinz Charles verglich Putin mit Hitler. Die Zeit schrieb, dass SPD-Chef Sigmar Gabriel vor einer immer weiteren Eskalation der Krise in der Ukraine gewarnt hat. Russland sei offenbar bereit, Panzer über europäische Grenzen rollen zu lassen, sagte der Vizekanzler bei einer Feier zum Gedenken an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. Propaganda, dazu habe ich auch 2 Bilder mitgebracht. Einmal von der Bild, der Bild-Zeitung, vor kurzem ein Panzer fotografiert. Und unter dem Bild war ein Panzer des Freiwilligen Bataillons Azov, das auf Seiten der Regierungstruppen kämpft, kontrolliert einen Checkpoint am Stadtrand von Mariupol. Nun, Azov ist ein interessantes Bataillon. Man kann es auch wirklich als Freiwilligenbataillon von Menschen nennen, die für Recht und Freiheit kämpfen. Ich habe hier mal vorbereitet. Links ist das Wappen von Azov, von diesem Freiwilligenbataillon. In der Mitte ist die schwarze Sonne der Nazis. Und rechts ist das Wappen der SS-Panzerdivision Das Reich. Das hier ist ein Plakat, das Azov aushängt und sich damit ganz klar orientiert an seinen historischen Vorbildern. Das sind Leute, die wir unter anderem, also wir meine ich der Westen, mit Steuermitteln unterstützen. In der Welt stand auch wieder vor kurzem, die baltischen Staaten, zahlreiche Osteuropäer wie Polen, aber auch Kanada wollen die Vereinbarung kippen. Ziel ist es, bei einer weiteren russischen Aggression künftig zumindest die Möglichkeit zu haben, die militärische Präsenz in Osteuropa weiter zu erhöhen. Notfalls auch Panzer und Kampftruppen im größeren Umfang dauerhaft zu stationieren. Genau dies will Deutschland mit allen Mitteln verhindern. Der Zorn der Osteuropäer und Balten auf Berlin und die Enttäuschung über Bundeskanzlerin Angela Merkel ist derzeit so groß wie noch nie. Also ich kann euch sagen, auch hier ist absolute Manipulation im Spiel. Es stimmt überhaupt nicht, was die Welt hier schreibt. Ich verfolge doch sehr möglichst genau auch zum Beispiel die Presse in meinem Heimatland, also in der Tschechischen Republik. Und die Stimmung dort ist keineswegs so antirussisch, wie dieser Artikel zum Beispiel hier schreibt. Die Tschechische Republik ist nicht wirklich Osteuropa, aber wird halt darunter gewertet. Im Gegenteil, die Skepsis gegenüber dem Westen ist sehr hoch nach dem Verrat im Münchner Abkommen 1938, als man sie einfach links liegen ließ und Nazi-Deutschland übergab. Und bis heute hält diese Skepsis an. Es hat vor kurzem 2 repräsentative Umfragen einer der größten Zeitungen gegeben, Lada Fronta Dnes. Von über 30.000 Befragten gab es auf 2 Fragen folgende Antworten. Einmal, welches Land halten Sie als für das gefährlichste der Welt? Mit 76% votierten die Menschen für die USA. Und die 2. Frage war, mit welchem Volk fühlen Sie sich denn am meisten verbunden? Das ist natürlich gerade für die Tschechen eine spannende Frage.
nachdem es ja besonders mit einem Land zumindest im 20. Jahrhundert eine lange Geschichte hatte. Aber dieses Land kam nur auf 27%, nämlich die Slowakei. 51% sagten mit Russland. Wie gesagt, das waren große Umfrageergebnisse, die werden bei unseren Zeitungen nicht abgebildet. Ich möchte hier jetzt mir das Leben relativ einfach machen, beziehungsweise noch nicht ganz. Ich komme jetzt noch zur anderen Seite, die ja auch offenbar genauso manipuliert. Man kann sich dort selber ein Bild machen. Ich möchte jetzt hier gar nichts behaupten, sondern einfach nur sagen, forscht selber nach. Ich habe mir zum Beispiel jetzt kürzlich ein kleines Buch gekauft. Es ist nicht sehr dick. Es ist auch nicht so spannend, wie man vielleicht glaubt. Es heißt einfach nur Putins Reden an die Deutschen. Es ist sehr aktuell, es ist kürzlich erschienen und beinhaltet ganz einfach unkommentiert alle Reden von Putin von 2000 bis 2013, die in irgendeiner Art und Weise mit Deutschland zu tun haben. Ich bin jetzt bei ungefähr der Hälfte und ich suche krampfhaft nach einer Aggression. Ich suche krampfhaft nach irgendwelchen Aussagen, die dahin zielen, Europa zu verdammen oder die USA kaputt zu machen oder was auch immer. Im Gegenteil, ich finde zum Beispiel Aussagen wie aus dem Jahre 2006 vor der ARD erzählt er über seine Familie. Und ich möchte ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, er ist sicher kein lupenreiner Demokrat. Ich sage jetzt nur, was er gesagt hat. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt, das habe ich nicht weiter überprüft. Aber es klingt zumindest nicht nach Hass. Erzählt er beispielsweise darüber, dass ein großer Teil seiner Familie im Zweiten Weltkrieg ums Leben kam. Er erzählte zum Beispiel von seinem Onkel, der bei der Belagerung Leningrads verhungert ist. Und trotzdem würde niemand aus seiner Familie Hass gegenüber Deutschland verspüren. Im Gegenteil, man hat immer Ehrfurcht vor Deutschland verspürt, und zwar aus seiner Geschichte heraus. Und man kann nicht ein Land, das relativ wenige Jahre wirklich auf extremen Irrwegen war, für alles verdammen, was vorher doch geschaffen wurde. Und er war stolz darüber, in Weimar reden zu dürfen, in der Stadt von Goethe und Schiller. Und er sagt, er hat damals auch gesagt, es kann nur wirklich dauerhaften Frieden in Europa geben, wenn Deutschland und Russland Partner sind, in allen Belangen und wirklich gut miteinander kooperieren und arbeiten. Also in diese Richtung gehen diese Reden. Es hat zum Beispiel im Jahre 2010 eine berühmte Rede gegeben, bei einer Konferenz der Süddeutschen Zeitung. Das ist jetzt nur sehr, sehr abgekürzt, aber ihr könnt es selber finden. Es ist eine sehr lange Rede und die ist ganz gut, auch nicht so langweilig. Dort plädiert er für verschiedene Dinge. Einmal plädiert er für eine Wirtschaftsgemeinschaft von Lissabon bis Vladivostok. Dieser Ausdruck ist euch vielleicht bekannt. Er plädiert für eine gemeinsame Industriepolitik, für eine Idee eines gemeinsamen Energiekomplexes in Europa, abgestimmt auf ökonomische und ökologische Bedürfnisse, für eine abgestimmte Energiepolitik, für einen intensiven akademischen Austausch. Er plädiert für eine echte Partnerschaft, also jetzt zitiere ich seine Worte, echt, er spricht ja auch ganz gut Deutsch, aber er hat sich das mittlerweile abgewöhnt, weil er sagt, er könnte natürlich missverstanden werden, weil es doch nicht seine Muttersprache ist und dann wird man ihm das in den westlichen Qualitätsmedien im Hals umdrehen, deswegen spricht er nur noch Russisch. Echte Partnerschaft wird auf unserem Kontinent unmöglich bleiben, solange menschliche und geschäftliche Kontakte behindert werden. Der größte Störfaktor dabei ist der bestehende Visumzwang zwischen Russland und der EU. Aus unserer Sicht soll die Einführung der Visafreiheit nicht das Ende, sondern den Anfang einer echten Integration von Russland und der EU manifestieren. Von der Reisefreiheit werden zuallererst unsere Jugend, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten profitieren. Sie kommen dann an neue Chancen für Reisen, Bildung und Kennenlernen einmaliger Kulturen verschiedener Länder. Es sei betont, Russland hat kein Interesse an einer schwachen oder zerstrittenen Europäischen Union, weil dadurch indirekt auch der internationale Einfluss Russlands verringert worden wäre und unsere Möglichkeiten schrumpfen würden, sich auf einen Partner verlassen zu können, der ähnliche, mitunter vollkommen übereinstimmende Interessen vertritt. Die Annäherung zwischen Russland und der EU kann unmöglich gegen jemanden gerichtet sein. Wir wissen, über wen er spricht. Und verlangt keinerlei Abschwächung der Beziehungen zu traditionellen Partnern und Verbündeten. Die erneuerten Prinzipien unseres Zusammenwirkens könnten wir im Grundlagenabkommen zwischen Russland und der EU verankern, an welchen jetzt gearbeitet wird. Dieses Vertragswerk ist mit seinem strategischen Ansatz anzugehen. Wir sollten es versuchen, 20 bis 30, ja 50 Jahre vorauszudenken. Mancher mag die in diesem Artikel geschilderten Überlegungen als zu anspruchsvoll bezeichnen, doch in der heutigen Welt wird auch das möglich, was zuerst nur wie ein Traum anmutet. Gemeinsam könnten wir uns mehrmals davon überzeugen. Es gilt jetzt schlicht und einfach, die Ärmel hochzukrempeln und die Arbeit anzupacken. Das ist ein kleiner Auszug aus seiner Rede von 2010 vor einem Kreis ausgewählter Besucher von der Süddeutschen Zeitung, ca. 300 Teilnehmer. Und
so geht es weiter und weiter und weiter und man kann sich wirklich einlesen, man kann das Ganze kontrollieren, online, in verschiedenen Medien und man findet einfach keine Kriegshetze. Und deswegen frage ich, und auch auf den uns zugänglichen russischsprachigen Seiten, die auch hier zum Beispiel Herr Tom immer wieder hervorbringt, ja, oder auch RIA Novosti oder Stimme Russlands oder RT News, finde ich das nicht. Deswegen muss ich ganz einfach sagen, diese Behauptung zu sagen, es wäre von beiden Seiten manipuliert, ist ganz einfach in der Art und Weise nicht gleich oder zumindest schon überhaupt nicht gleichwertig. Ich möchte zum Abschluss einen amerikanischen Ökonomen zitieren. Vielleicht kennen ihn einige, Dr. Paul Craig Roberts. Dr. Paul Craig Roberts hat in den 80er Jahren hohe Posten in der Regierung von Reagan, hatte sie eben inne. War also ein wichtiger Mann, kann man sagen, in der Administration. Das ist er heute nicht mehr. Er schreibt für alle möglichen Zeitungen, aber nicht mehr für das Wall Street Journal wie früher. Und er kolumniert also auch die Geschehnisse, die sich jetzt abspielen, sowohl im Nahen Osten als auch in der Ukraine. Und das möchte ich euch noch mitgeben und dann bin ich wieder fertig. So etwas Absurdes, bezieht sich jetzt auf die Rede von Obama vor ein paar Tagen vor der UNO.